Hallo zusammen, es ist Freitag, der 27. Oktober und wir haben 17.44 Uhr. Hier geht es um den DAX. Danke für die vielen Zuschauer gestern bei dem Webinar mit dem Falk Elsner. Ich habe es auch schon auf YouTube hochgeladen und unten drunter geschrieben, von wann bis wann, welche Aktien wo, wie behandelt wurden oder halt fundamentale Geschichten, was der Falk mehr gemacht hat. Das Zweite ist, ich habe da so ein paar Aktien im echten Schnelldurchlauf nach 90 Minuten, ich konnte nicht mehr, vorgestellt. Und dazu mache ich noch meinen eigenen Film, den werde ich wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich morgen dazu komme. Da geht es um Lusta, Bayer, LVMH und MTU. Das packe ich alles in einen Film rein. Das sind so Dinger, da will ich, in Lufthansa habe ich es schon, da möchte ich gerne Anfangspositionen im Sinne von Long machen. Aber kleine, das wollte ich dann nochmal genauer zeigen in dem Film morgen. So, das hier ist der DAX. Und nach wie vor ist der Downtrend komplett intakt. Der eigentliche wird erst hier drüber geschlossen. Das ist bei 15.000, komm her, 15.581. Da muss man umdenken. Ist bisher nicht der Fall. Wir spielen mit dieser Verbindung aus den verschiedenen Fibo-Zonen. Wir waren runter. Die 14.000, das war hier, die 14.625 ist oder bleibt der wichtigste Punkt. Was mir nicht gefallen hat, ist das erneute Abklingen hier vom MACD und auch hier dieses vermeintliche Kaufsignal, jetzt mache ich mal hier das Ding raus, das vermeintliche Kaufsignal über die Stochastik wurde während des Tages heute negiert. Das greift im Moment noch nicht, da muss man echt mal ein bisschen schauen. Ich mache es mal größer. Nach wie vor dieser Trend jetzt von unten als Widerstand zu sehen. Potenzial, sollten wir steigen, ist auf jeden Fall die 15.087 oder vielmehr die 20 Tage, die in die weiterhin ein bisschen fällt. Die Bewegung der letzten Tage ermöglicht es mir, die Stops, den ich zuerst hatte, hier, dann hier runter, runterzunehmen auf 14.950 für die noch nicht einbezahlten ETFs oder Ansparpläne. Ja, ich ziehe das immer weiter runter und sollten wir noch mal weiter runterfallen, dann werde ich es auch weiter runterziehen. Die Zeiten werden nicht schöner, nicht einfacher. Fürs Daytrading ist das ein schöner Markt hier. Für Endanleger möchte ich momentan nicht wirklich tauschen. Da kann alles möglich passieren. Allerdings ist mir heute eins aufgefallen. Ich gehe jetzt mal hier in 5-Minuten-Chart. Bisher war die Bewegung so seit rund 2 Wochen einfach nur nach unten gerichtet. Das ist jetzt hier der 5-Minuten-Chart und hier sind wir heute. Das fängt hier an, 27. da. Wir fangen mit dem Gap hoch an, wir gehen runter, wir schließen das Fass, dann gehen wir hoch, dann gehen wir wieder runter, wir gehen wieder hoch, wir gehen wieder runter, wir wehren uns dagegen, wir gehen wieder runter. Ich meine, heute zum ersten Mal gesehen zu haben, dass der Käuferstreik, so wie ich das immer nenne, oder zumindest in den letzten Malen genannt hat, ein bisschen aufhört. Hier kommen auf einmal Käufer rein. Das heißt, das war für mich heute das erste Mal Kampf, Bullen zu Bären. Weil es ist ja nicht nur einmal 100 Punkte runter, hoch und runter, sondern es ist ja hier 1, 2, 3, ja, das ist auch wieder fast 100, 4, also es ist nochmal 5. Bis jetzt um 17.47 Uhr haben die Bären da gewonnen. Wir sind bei 14.673, wo die Nasdaq sich ein bisschen stabilisiert mit plus 1,12%. Ich meine das aber festgestellt zu haben, dass auch heute das erste Mal also auch der Käuferstreik ein bisschen unterbrochen wurde. Und da auch mal ein paar Leute, sagen wir mal, ruhig beherzt zugegriffen haben. Ich habe folgende Turbos. Es sind die gleichen wie schon seit 3 Wochen. Lediglich die Basis ändert sich und der Hebel. Und ich lasse den hier drin, den 14.300er, im Moment mit dem Hebel von 33. Ich lasse den drin, das sind noch rund 400 Punkte Abstand oder 375 im Moment Abstand. Finde ich in Ordnung. Den hier werde ich das nächste Mal weiter runternehmen. Irgendwo im Bereich 15.200. Also hier werde ich nächste Woche irgendwas tauschen, aber momentan habe ich da keinen echten Handelsbedarf. Das ist die bequemere Option, das ist die heißere Option hier mit dem 20er Hebel. Ich habe über das Wochenende nur Kleinstpositionen, aber keine davon irgendwo im Index. Das mache ich nicht. Nach wie vor, ich gucke da also auch immer auf die Headlines, was da unten so passiert. Und jetzt wird der Iran auch aktiver und die Amis auch. Schön ist das alles nicht, gar keine Frage. Deswegen halte ich mich hier zusehends zurück. Morgen früh versuche ich, den anderen Film zu machen. Und ich habe nur klitzekleine Positionen im Moment in Lufthansa.
Auch wenn die heute Morgen zwischen 9 Uhr 6,83 und 9 Uhr 30 6,53, warum auch immer gehandelt haben, schnell runtergefallen sind, sind sie jetzt auch wieder bei 6,72. Also ich bin für die nächsten paar Tage gar nicht mal so negativ. Sollte diese 14.000, wo sind denn jetzt hier wieder, 14.626, dieser Punkt hier da, sollte der nicht halten, ist das hier für mich keine nennenswerte Unterstützung, dann habe ich eigentlich erst tiefer hier im Bereich 14.150. Ich weiß aber, dass viele auf die 14.500 schauen. Man muss auch mal gucken. Ich glaube, am Montag wird es ein bisschen deutlicher vom Wochenende. Ich bin da ziemlich glatt und das empfehle ich euch auch. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.